Herzlich willkommen zu einem neuen Talk. Mein Gast ist zielstrebig und ehrgeizig. Sie weiss, was sie will und was nicht. Es ist eine Frau mit ganz vielen Talenten, mit einer ausdrucksstarken Gesangsstimme und vor allem, sie hat ein ganz grosses Herz. Herzlich willkommen, Linda Fee. Danke, Doris. So lieb. Schön, nimmst du dir Zeit heute, für bei mir zu sein? Freue mich. Du bist Schlagerqueen. Du bist Moderatorin, Model, Ex-Miss Schweiz. Vor allem aber bist du Mami vom, glaube ich, etwa 14 Monaten alten Leo. Genau, so ist es. Also, in welcher Reihenfolge hast du am liebsten? Eigentlich genau, wie du es gesagt hast. Schlagerqueen am Anfang, das ist super, weil Musik ist schon das, was mich seit Kindheit einfach ganz fest berührt und wo mir unheimlich viel Kraft gibt und ja, unheimlich viel Spass macht, auf der Bühne zu stehen, egal in welchen Rollen. Und ja, dann natürlich Mami, das ist jetzt so das Neueste natürlich, die neueste Emotion, die neueste Gefühle, die ich seit 14 Monaten erfahren und sicher etwas vom Allerschönsten ist, was ich bis jetzt erleben. Du bist, und das ist 15 Jahre her, bist ja du einmal Miss Schweiz gewesen. Wie ist das gerade so beim Start von deiner Gesangskarriere gewesen? Hast du da sehr müssen kämpfen, vor allem auch so ein bisschen gegen Vorurteile? Miss Schweiz, muss jetzt die auch noch singen? Ich glaube, gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, haben sehr viel gedacht und das ist mir auch bewusst gewesen. Mir und mein Manager, den ich damals hatte, der Raffi, der mich bis heute begleitet als Manager und supportet und unterstützt und beratet. Und wir haben beide gesagt, das wird nicht einfach, gerade am Anfang, wenn man so einen Titel trägt, Miss Schweiz, werden Vorurteile da sein, es werden kritische Menschen da stehen, auch die Medien, gerade du wirst dich müssen zuerst beweisen und das musste ich auch machen. Also ich bin wirklich am Anfang von Auftritt zu Auftritt mich beweisen und die Leute haben wirklich erst oder sind erst überzogen gewesen von mir oder haben mich erst glaubwürdig wahrgenommen, nachdem sie mich live gehört haben. Das ist am Anfang, ja, so ein bisschen, fast ein steiniger Weg gewesen, das darf ich sagen. Ja. Aber wirklich, wo du dir dort hast gesagt, so und jetzt denen zeigen, ich sitze erst recht. Ja, das ist natürlich schon, die innere Stellung war, gut, ich arbeite an mir. Ich habe ja bis dahin zwar immer gesungen, aber nie professionellen Gesangsunterricht gehabt. Ich habe dann gesagt, es gibt jetzt die zwei Schienen, die ich fahren will. Einerseits krampfe ich mich jetzt ab, alles, was neben der Bühne ist, was niemand sieht. Ich gehe in eine Musicalschule, ich gehe in Gesangscoaching. Ich will mich einfach wirklich, will wirklich parat sein. Ich will, dass keiner von diesen Vorurteilen das, oder kritischen Gedanken, dass dann die wahr werden. Also ich will wirklich können mich dann auch beweisen auf der Bühne. Und andererseits gehe ich jetzt einfach von Auftritt zu Auftritt. Du, das, ja, wie soll ich sagen, den Weg, das Treppchen, einfach Schritt für Schritt aufgehen und fürschen gehen und schauen, wohin dass ich komme. Also es ist sicher nicht so bei mir in der Musik gewesen, wie bei meinem Schweiz-Titel, wo ich von heute auf morgen einfach bekannt gewesen bin und mein Platz sich um 180 Grad gewendet hat, sondern für uns ist klar gewesen, das wird jetzt einfach ein Weg, wo wir Schritt für Schritt fürschen gehen und wo ich an dieser Karriere arbeite und eben auch eigentlich hinter der Bühne, hinter der Kulisse, wo niemand sieht, für mich arbeiten und schauen wir, wohin dass es geht. Und ja, der Weg ist jetzt doch schon über 10 Jahre, sind wir dann fleissig am Gehen und haben unglaublich viel dürfen erleben in dieser Zeit. Ja. Wie reagiert eigentlich die kleine Sohn, der Leo, auf Musik? Er hat schon im Bauch sehr viel Musik und Schlager erlebt, weil gerade im Jahr 22, wo ja mein Album «Federleicht» im Sommer erschienen ist, physisch, hatte ich unglaublich viel Auftritt gehabt. Auch rund ums Album rum ist natürlich viel gelaufen und dort war er in meinem Bauch gewesen, das ganze Jahr eigentlich, so von April bis Dezember und hat sehr viel Auftritt mitgemacht. Ich glaube, darum ist die Musik schon sehr in die Wiege gelegt worden auch. Es ist unherzig, also er hat jetzt da auch seine Tony-Box auf die Weihnacht bekommen, wo er selber kann Gürtel draufsetzen und wenn man ihm sagt, Leo, gang Tonybox einstellen, machst Musik, geht er an und tut es drauf und kaum kommt Musik, macht er schon so. Also tanzt er mit und er zeigt auch viel auf unsere Musikbox, dass er Musik will. Also er liebt Musik sehr, er hat es mega gern und ja, hat eigentlich auch so viel musikalische Energie wie Mami schon jetzt. Schön. Du jetzt, gerade wenn du ihn ins Bett bringst, tust du ihm auch irgendein Lied singen dort? Ja, das haben wir von Anfang an gemacht. Ich sowieso gesungen. Mein Mann hat dann gefunden, ja, vielleicht erzähle ich eher ein Geschichtchen. Aber er hat dann auch mit Singen und mit Summen angefangen. Und
Das ist einfach etwas sehr Beruhigendes. Also gerade wenn er vielleicht tagsüber mal, oder wenn er mal krank ist und auch mal am Tag Mühe hat mit Schlafen, dann tue ich immer noch summen oder singen. Und sonst sicher am Abend läuft immer sein Bärli mit der Musik und ich summe dazu. Mhm. Und erzähle auch noch ein bisschen vom Tag und summe dann beim Einschlafen und hilfe ihm so eigentlich schneller in Schlaf zu finden. Und das ist etwas, das sehr beruhigend wirkt, ja. Du schon beten mit ihm oder für ihn? Nein, das tun wir tatsächlich. Also für ihn schon, mit ihm noch nicht bis jetzt. Für ihn tun ich ab und zu beten. Wir sind jetzt auch, wir wohnen jetzt seit 2 Monaten in Einsiedeln, genau, und haben das Kloster. Ja. Und es ist so eine Tradition von meinem Mann und mir, egal wo wir sind auf der Welt, wenn wir irgendwo einen Städtetrip machen auf Barcelona oder irgendwo hier und wir sehen eine Kathedrale, dann gehen wir dort rein und zünden das Kerzchen an. Das haben wir jetzt auch in Einsiedeln schon 1-2 Mal gemacht. Es geht also um die Weihnachtszeit, wo das Jahr dann zu Ende gegangen ist. Und auch für das neue Jahr wieder ein Glückskerzchen anzünden. Und ich tue für mich ab und zu für unsere Familie beten. Ja, aber das haltet sich ja so in Grenzen und im Rahmen. Aber so, ja, ich sage so, in einem kleinen Teil des Lebens findet das schon auch statt und hat das schon auch einen Teil. Ja, ja. Weil eben jetzt so gerade noch mit Einsiedeln und mit dem bedeutenden Kloster, das dort ist. Wir sind natürlich nicht aus dem Grund hingezogen. Ich bin zwar katholisch und ich glaube da auch irgendwo an Gott oder an eine höhere Macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das mega ausleben. Und ich finde jetzt überhaupt nicht, dass nur weil jetzt das Kloster in Einsiedeln steht, dass das jetzt sehr eine gläubische Gemeinde wäre oder so. Also das, die 2 Monate, die ich jetzt schon dort wohne, finde ich jetzt überhaupt nicht, dass das so ist. Aber es ist halt wie so ein Wahrzeichen. Und es gibt ganz viele Leute, die einfach wegen dem und weil das Dorf oder die Stadt, muss man ja sagen, mit dem Bezirk, einfach so viele Highlights hat und so viel bietet, auch gerade in der Weihnachtszeit mit dem Weihnachtsmarkt und mit dem Kloster, ist das schon sehr idyllisch und ein Ausflug wert, ja. Deine CD «Federleicht», die ja im Sommer 2022 rausgekommen ist und jetzt aktuell ja digital erhältlich ist auf sämtlichen Downloadportalen, dort hat es ja logischerweise noch kein Titel für eine Lio drauf, weil die ja vorher ist gekommen. Ist irgendwann etwas geplant, dass du für eine Lio einen Titel widmest, mal auf einem nächsten Album? Ich habe ihm tatsächlich schon auf diesem Album einen Titel gewidmet, obwohl das Album vorher entstanden ist. Ich weiss nicht, ich glaube, es gibt doch, das glaube ich auch, einfach das Unterbewusstsein oder Schicksal. Und in der Zeit, als ich im Tonstudio gestanden bin, im 21., habe ich natürlich schon den Wunsch gehabt, zum Mami zu werden. Und ich glaube, das hat mich schon auch zu gewissen Songs getrieben oder gewisse Inspirationen geliefert für Songs. Und gerade der Song «Federleicht», das Album heisst «Federleicht» und der Song, der Titelsong auch «Federleicht», habe ich letztes Jahr, als es rausgekommen ist, als Single digital, habe ich den schon am Lio gewidmet, weil er einfach vom Glück handelt, wo federleicht ist, wo eben das Glück sehr schnell an einem vorbeifliegt, wenn man es nicht sieht oder nicht wahrnimmt, in dem Moment, wo es da ist. Und dass ganz viele kleine Momente am Tag auch einfach Glück sein oder einem glücklich machen. Dass man nicht immer das grosse Glück als Ende der Welt muss suchen muss, sondern eben auch in kleinen Sachen am Tag finden. Und das, weil das Glück jetzt eben mit dem Kind, dass ich dürfen schwanger werden und alles gut gegangen ist und so, habe ich den Song eigentlich ihm gewidmet. Ja, also auf eine Art ist es ja schon mein persönlichstes Album und auch mit dem Songtitel «Federleicht», den ich am Lio gewidmet habe, wird es noch mal so viel, noch mal mehr persönlich. Und darum ist mir das Album schon sehr viel wert. Aber ja, natürlich kann es gut sein, dass auch weitere Songs, die dann irgendwann rauskommen, dann vielleicht auch ganz konkret für ihn geschrieben werden. Ja. Ein ganz persönlicher Song ist ja auch «Schwestern». Was ist das Besondere an ihr? Ja, das Besondere ist, dass sie halt nicht nur meine Schwester ist. Ich habe nur eine Schwester und das ist sowieso, glaube ich, ein besonderer Platz, den man dann hat. Also sie ist einfach auch meine beste Freundin. Wir können so viel miteinander teilen, sei es wirklich einfach persönlich, wenn es mir gut geht, die Freude im Leben zu teilen, aber auch wenn es mir nicht so gut geht, die Trauer miteinander zu teilen. Wir können miteinander in Ausgang und bis am Morgen um 7 Uhr in den Clubs rumtanzen oder zusammen Party machen, was wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht haben. Ist klar, ja. Ich war schwanger gewesen, habe ein Kind geboren und bin jetzt Mami, aber wir könnten theoretisch und ich freue mich auch schon wieder, wenn das wieder einmal so weit ist. Ja, wir können einfach unglaublich viel miteinander teilen. Wir können zusammen in die Ferien, wir können ja, aber auch zusammen mit dem Lio einen schönen Tag verbringen. Sie ist auch das Gotti vom Lio. Ja. Also sie hat die Rolle übernommen. Und sie ist einfach
Sie hat ein unglaublich grosses Herz, wirklich. Sie meint es mit allen mega gut und ist immer sehr grosszügig, sehr spendabel und sie ist einfach immer da und gibt sich immer unglaublich Mühe. Also sie gibt immer 200%. Mhm. Und darum wollte ich ihr mal Danke sagen mit einem Song. Sie hat ja selber dort im Video mitgewirkt, wie aber auch dein Mann, der Marco. Wie ist es eigentlich so ein bisschen bei ihm? Wie fest tut er dir so den Rücken frei halten? Eben, dass du zum Beispiel auch mal könntest, eine Nacht wieder Party machen. Da ist er einfach der Beste, wirklich der Beste. Nicht nur der beste Ehemann, jetzt auch der beste Papi. Er ist mindestens genauso wiff und gut in Sachen Kindererziehung und auf den Leo schauen. Er macht alles aus dem FF, wie ich es mache. Und er ist einfach auch mit Leib und Seele Papi. Es ist für mich das schönste Geschenk, das zu sehen, wie sehr er den Leo liebt und wie fest er ihn jeden Tag zum Lachen bringt. Wirklich, also, ich habe manchmal, sitze ich einfach da, beobachte die zwei und es kommen mir dann so Tränen in die Augen geschossen, weil ich einfach sehe, wie viel Liebe das da ist. Und eben, wenn ich sehe, wie fest er ihn schon jetzt zum Lachen bringt, das ist unglaublich schön. Und er hält mir wirklich den Rücken frei, wenn es immer geht, am Abend oder am Wochenende, wenn ich auf der Bühne stehe oder eben einmal will in Ausgang oder darf in Ausgang oder an ein Event eingeladen bin oder was auch immer, dann schmeißt er die heim. Wortwörtlich den Laden und macht das mega gern. Und wir versuchen uns wirklich da aber auch einfach halt ausgewogen abzuwechseln, auch dass er mal vorkam, dass ich mal vorkam, dass wir zusammen auch mal vorkommen, dass dann Grosseltern eingespannt werden. Und das klappt nicht immer so, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben, aber wir arbeiten daran, dass wir eben auch zusammen vorgehen oder eine Familienzeit haben und mit allen Herausforderungen, die es da manchmal gibt, aber klappt das mehr oder weniger gut. Bist du, wenn du jetzt eben gerade so für das Engagement weg bist, bist du mehr so ein bisschen gluckern, wo Zeigmann nachher anruft, ist alles in der Ordnung, oder kannst du da wirklich abschalten und weisst, daheim wird geschaut? Das ist genau das Zweite. Also ich schalte ab, ich rufe nicht heim an, ich weiss, daheim läuft alles gut, ich weiss, wenn etwas nicht gut wäre, würden sie mir anrufen. Und ich komme auch netterweise jetzt von Grossmami, die jetzt zum Beispiel heute auch schaut, oder der Marco, der dann am Wochenende oder am Abend schaut, komme ich dann meistens auch ein Video oder ein Foto über, wo ich dann auch sehe, dass alles gut ist. Ja. Und darum freue ich mich dann immer, wenn ich die kann machen lassen und ich einfach meinem Job kann nachgehen kann. Ja. Wo bist du bereit, für deine Familie auch ein bisschen kürzer zu treten oder auch mal ein Nein zu sagen? Ja, es ist definitiv so, das habe ich lernen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und habe vorher natürlich eigentlich fast zu 100%, als Lia noch nicht da war, ist mein Job im Vordergrund gestanden. Und jetzt ist das natürlich schon noch mal ein bisschen anders. Das ist klar, ich sage jetzt ein Nein zu einem Auftritt oder zum Jobengagement, das irgendwo zeitlich einfach nicht möglich ist, ist ein Ja zu der Familie. Es ist nicht ein Nein zum Job in dem Sinn, sondern es ist ein Ja für die Familie. Und wenn es immer irgendwie geht, versuchen wir es zu regeln. Aber jetzt gerade in einer Phase, wo Ende letzten Jahr, wo wir gezügelt haben und ich noch bei der Masked Singer Switzerland dabei war und 3 Tage in der Woche in Deutschland war, ist einfach nichts mehr anders drin gelegen. Und dann musste ich einfach vieles absagen. Und das war das Nein zu dieser Show, die ich machen konnte. Aber auch eben zu der Familie, weil wir halt noch im Zügeln waren und ich noch ein Kleinkind zu Hause hatte. Da ist einfach nicht mehr gegangen. Es ist schon so, dass ich auch noch lernen muss, dass jetzt einfach nicht mehr alles geht. Ja. Und das ist natürlich gerade Masked Singers etwas ganz Spezielles gewesen und eine riesige Herausforderung. Wie ist eigentlich bei dir, was hast du noch so ein bisschen auf deiner Liste Karriere technisch, wo du gerne mal noch würdest machen und erreichen? Ja, also die schon, darf ich ganz ehrlich sagen, die habe ich jetzt 4 Jahre lang oder 3 Jahre lang verfolgt am Fernsehen, habe die unheimlich gerne geschaut und habe die auch so ein bisschen auf der Wunschliste gehabt. Ich dachte, wenn ich da dafür angefragt wäre, würde und es auch in meine Agenda passt, würde ich liebend gerne bei so einer Show mal dabei sein. Und wo dann die Anfrage gekommen ist und der Leo ist gerade mal 4 Monate alt gewesen, habe ich schon 2 Mal einen leeren Schluck und dachte, kann ich das jetzt schon machen im ersten Jahr als Mami? Auf der anderen Seite musste ich sagen, ich habe immer gesagt, es muss dann irgendwie gehen. Eben sofern ich nicht gerade eine ganze Woche am Stück immer weg bin. Und eben, ich habe gewusst, es sind 3 Tage. Und ja,
ich glaube, wenn man dann nicht auch die Einstellung hat, dass es dann auch funktioniert und ich weiss, ich habe die Leute rundherum, die ihn genauso fest lieben wie ich und genauso gut schauen zu ihm wie ich. Auch wenn man dann denkt, ich würde am liebsten die ganze Zeit auf ihn schauen, weil ich mache es ja eh am besten, so quasi, das kennen glaube ich alle Mütter. Also auf eine Art bin ich schon dann auch ein bisschen gluckern. Aber es ist eben gleich auch schon immer wieder ein Loslassen, weil er ist ein eigenständiger Mensch, jetzt schon. Und er kann nicht nur von mir abhängig sein, genauso hat er den Papi oder die Grossmami oder so. Und darum ja, ist das etwas, was auf meiner Wunschliste gestanden ist und ich darum auch gemacht habe letztes Jahr und definitiv zu meinen Highlights gehört musikalisch. Und was ist sonst noch so drauf? Ja, was ist sonst noch so drauf? Also klar, wenn dann der Leo jetzt wieder ein bisschen grösser ist, dann freue ich mich schon auch wieder ein bisschen mehr in Deutschland unterwegs zu sein. Und was so noch ein Traum wäre und vielleicht irgendwann ja mal noch erfüllt wird, wäre so eine eigentlich sage ich jetzt Samstagabend oder Sonntagabendskisten im Fernsehen, also wo ich wirklich wieder mal eine eigene Sendung haben kann. Ja, beim SRF lange Jahre klingende Weihnachten dürfen moderieren. Genau, ja. Eine Show mit Musik und Gästen. Und so etwas würde ich mich wahnsinnig freuen, wieder mal dürfen zu haben. Aber wichtig ist, dass ich nicht nur moderiere, sondern auch kann singen. Also so eine Kombi von beidem, was ich ja gerne mache im Leben. Da würde ich mich riesig freuen, wenn das irgendwo mal wieder ein Türchen aufgeht. Und das Thema Musical ist ja gerade auch in der Schweiz immer mehr eigentlich ein Thema. Es gibt anfangs so viel. Ja, das gibt viel. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo jetzt, ja, wenn ich sage, muss ich unbedingt mal noch gemacht haben, aber würde ich jetzt nicht Nein sagen. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht mal noch irgendetwas gibt, wo ich mal eine Rolle spielen kann. Aber grundsätzlich habe ich schon den Fokus auf meiner Musik, auf dem Schlager und freue mich natürlich auch wieder über eigene neue Songs, wo ich jetzt sicher auch dieses Jahr daran arbeiten will, dass auch wieder etwas Neues rauskommt. Und ja, natürlich auch wieder Fernsehshows machen in Deutschland, wo ich auch schon dabei war, wie Florian Silbereisen, die ganze Geschichte. Oder was natürlich schön wäre, auch mal in der Giovanni Zarella Show aufzutreten, wo ja jetzt auch neue, ganz, ganz tolle Shows macht. Ja. Giovanni, wo ich ja schon das Duett singen mal im Dunstigjass. Ganz ein toller Mensch. Ja. Also da würde ich mich freuen, ihn mal wieder zu sehen in seiner Show zum Beispiel. Also da gibt es schon noch ein paar Sachen, die da noch kommen könnten. Du bist im Sommer noch auf einer Kreuzfahrt als Gast, musikalischer Gast. Dann kannst du also ein bisschen Familienzeit wahrscheinlich verbinden mit dem Auftritt. Und dort tut ihr unter anderem auch in Civica Vecchia, so kann ich es sagen, anlegen. Und von dort aus Rom. Rom ist ja, glaube ich, auch noch ein bisschen speziell. Wir schauen uns jetzt dann noch gerade zum Abschluss das Video an. Ich glaube, eine Stadt, die so ein bisschen Magie auf dich und deine Mann ausübt. Ja, genau. Der Song «Ich liebe Rom», den ich auf meinem Album drauf habe, wo einfach, finde ich, ein wahnsinniges Wortspiel ist in diesem Song mit Rom. Und ich habe wirklich für diesen Song extra auf Rom gereist bin mit meinem Mann. Dort hatte ich den Leo schon im Bauch gehabt, nur hat das noch niemand gewusst. Darum verbinden wir mit dieser Stadt natürlich jetzt auch unheimlich viel Liebe. Ist ja sowieso die Stadt der Liebe. Roma rückwärts Amore, oder? Ganz ja, spannend. Genau. Das wissen auch viele nicht. Ja, stimmt. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir das nächste Mal auf Rom gehen und das mal mit dem Leo dann. Wunderbar. Und mit diesem Titel tun wir uns jetzt verabschieden. Darf ich dich noch bitten, Linda, dich in mein Gästebuch einzutragen? Ich möchte mich bei der Linda ganz herzlich bedanken für ihre Zeit. Und danke noch allen Zuschauerinnen und Zuschauern fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.